Moin Freunde und willkommen zurück zur jetzt schon 9. Episode der MTG. Jo, es hat sich bei meinem Team jetzt wirklich viel getan. War nichts Besonderes auf dem Markt. Also seit den letzten Verkäufen, die ich euch schon gezeigt habe, das waren Katterbach verkauft und Klaus gekauft. Seitdem ist nichts mehr passiert. 18-Mann-Kader ist leider voll. Sprich, ich habe eigentlich nichts auf dem Transfermarkt getan. Ansonsten ist jetzt auch außer gestern Pavard kein super spannendes Spiel über die Bühne gegangen. Ich bin nicht drauf gegangen. Ich habe ja schon, also wir dürfen nur 2 Spieler einer Mannschaft aufstellen in unserer Liga. Und da ich ja schon Lewandowski habe und Kimmich gedraftet habe, bin ich damit meinen 2 Bayern-Spielern schon voll. Das heißt, eine Pavard-Verpflichtung hätte jetzt für mich nicht wirklich Sinn gemacht. Ansonsten in den letzten 2 Tagen, hier seit ich Klaus gekauft habe, ist nichts Spannendes passiert. Heute war noch einer auf dem Markt, Cordova, jetzt zu Bielefeld gewechselt, habe ich tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe zuerst überlegt, meinen Rani Khedira für ihn zu verkaufen, aber dann dachte ich mir so, ich würde eher einen Rani Khedira aufstellen, bevor ich einen Cordova aufstelle, der nicht mal wirklich Stamm spielt. Der wäre zwar ganz geil gewesen für die Marktwertsteigerung, weil ich denke, der wird auch noch ordentlich hochgehen. Der hat es ja vereinzelt in den Spielen echt gut gemacht, letztes Jahr bei Augsburg, jetzt bei Arminia hat er deutlich höhere Startelf-Chancen. Ich denke aber trotzdem nicht, dass er zu 100% spielen wird, deswegen war es mir dann doch nicht wert, meinen Khedira zu verkaufen. Jo, ansonsten, das Thema des heutigen Videos, wie gesagt, also ist in der Liga ist nichts passiert, deswegen habe ich mir was kleines anderes überlegt. Und zwar wird es heute darum gehen, wie viel Risiko ihr bei eurer Aufstellung eingehen solltet. Ich werde auch da über meine, über meine Problemkinder sprechen. Ja, geht einfach darum, stelle ich jetzt lieber, sagen wir mal, einen Rani Khedira auf für 4,6 Millionen, der, wenn er sich nicht verletzt, wahrscheinlich 34 Spiele machen wird, also komplett durchspielen wird. Seine Punkteausbeute ist aber wirklich alles andere als optimal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal diese Phase hier angucke, wo er fast, oder nicht fast, wo er immer Startelf gespielt hat und dann zweimal bei einem Sieg und bei einem Unentschieden dann 85 und 94 Punkte macht, ansonsten wirklich unterirdisch schlecht punktet. Klar, man muss auch gucken hier, wie die Augsburg die Spiele gespielt hat, das war ja auch alles andere als optimal, aber jo, das wäre zum Beispiel so ein Spieler, kostet aktuell 4,5 Millionen, der wird auch die Saison über nicht mehr viel steigen, weil er, ja, ist zwar Stamm, aber punktetechnisch ist halt nicht wirklich gut. Und dann ist halt eher die Frage, stelle ich zum Beispiel lieber einen Khedira auf, der 34 Spiele macht, oder letztes Jahr 32, wahrscheinlich eins gelb gesperrt, eins verletzt. Oder zum Beispiel einen Palacios. Ein Palacios hat absolut keine Startplatzgarantie. Vor allem in einem Bosch-System. Bosch ist ja sowieso für seine Rotation bekannt, sprich, ja, wird ziemlich schwierig für ihn, da wirklich viele Spiele zu machen. Er hat letzte Saison auch nur 3 Spiele gespielt, aber in der Champions League hat er komplett gespielt. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, ob er verletzt war oder ob er einfach von, ich sag mal, von Bosch aus wirklich nicht gespielt hat. Aber wie ihr seht, wenn er gespielt hat, hier einmal startet, direkt richtig geil gepunktet. Den hatte ich mir, wie gesagt, ganz am Anfang von unserer Liga für 3,8 Millionen gekauft. Und ja, ist halt, wenn es wirklich dazu kommt, dass er in der Startelf steht, was zum Beispiel auch, wie gesagt, in der Champions League so aussah, dann ist das natürlich ein absolutes Schnäppchen gewesen. Dann geht der locker auf Arangis-Niveau. Ich glaube, der ist mittlerweile auf 20 Millionen. Die würden Palacios dann auch locker erreichen. Ja. Genau darum wird es heute in dem Video gehen. Also einfach der Vergleich zwischen Spielern, die nicht unbedingt zu 100% konstant in der Startelf stehen und Spieler, die in der Startelf stehen, aber dafür weniger Punktepotenzial haben. Und davon habe ich einige im Team. Also schauen wir uns mal meine erste Elf an. So ist aktuell mein Plan, wie ich in die Saison gehe. So, Lute ist safe, Seefolk ist safe, Meunier ist safe. Dann kommen wir zu Daily Sinkgraven, das ist mein erster Spieler. Ich hätte jetzt zum Beispiel als Ersatz für Sinkgraven Marc-Oliver Kempf von Stuttgart. Stuttgart hat übrigens endlich die Bilder in der App. Das ist immer richtig satisfying, wenn die Vereine endlich ihre Bilder, beziehungsweise wenn Kickbase die Bilder einfügt. mein Beispiel wäre hierfür zum Beispiel, ich könnte jetzt zwischen den beiden wählen. Sinkgraven ist natürlich das höhere Risiko, dass er auf der Bank sitzt. Wenn man jetzt bei Palacios und bei Sinkgraven sich das Ganze neutral anguckt,
sieht es schon tendenziell stark danach aus, dass die beiden wirklich Startelf spielen. Basierend natürlich auf den Champions League Spielen, die ich eben schon erwähnt habe. Und Sinkgraven wurde ja auch eigentlich letztes Jahr geholt, um Wendell zu ersetzen. Gab dann aber auch Verletzungspech und so weiter. Also da gab es schon einige Dinge, die dann dafür gesprochen haben, dass Wendell doch den Großteil der Spiele gemacht hat. Jo, aber prinzipiell gehe ich mal davon aus, dass er für die Startelf eingeplant ist. Aber es ist eigentlich so ein 50-50-Ding. Bedeutet, er und Wendell werden sehr viel rotieren. Jetzt ist halt die Frage, stelle ich dann lieber einen Sinkgraven drauf, der potenziell Startelf spielt, potenziell damit auch mehr Punkte macht, oder gehe ich auf Nummer sicher und stelle einen Kempf auf, der jetzt auch ziemlich geil gepunktet hat, als sie letztes Mal in der Bundesliga waren, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Oder wie gesagt, stelle ich Kempf auf, der wirklich ein garantierter Startelf-Spieler ist. Und ist natürlich schwierig zu sagen, ich persönlich würde einfach einen guten Mittelweg gehen. Ich würde jetzt nicht meine komplette Elf so aufstellen, dass alle gerne Spieler sind, also dass alle möglicherweise nicht in der Startelf stehen. Ich würde da schon meine Basis darauf legen, wirklich Startelf-Spieler aufzustellen. Vor allem, wenn halt bei dem Gamble-Spieler wirklich eine hohe Tendenz dazu ist, dass er vielleicht nur 10, 20 Minuten oder potenziell gar nicht spielt. Das sollte ihr natürlich vermeiden. Aber jetzt zum Beispiel Sinkgraven. Letztes Jahr hat der und Wendell haben sich auch in den Halbzeiten öfters mal abgewechselt. So, das ist ein Spieler, den kann man dann ruhig mal aufstellen. Vargas ist safe, Xaver Schlager ist safe, Palacios bin ich ja eben schon drüber gegangen. Als Ersatz hätte ich dann nochmal einen Khedira. Oder wer auch noch in die Gamble-Kategorie zählt, ist Hannes Wolf von Gladbach, der eigentlich wirklich eine geile Vorbereitung spielt und wirklich große Chancen darauf hat, wirklich den rechten Flügel für sich zu beanspruchen, je nachdem, welche Formation Gladbach spielt. Also ist Gladbach eventuell mit Stindl auf der 10, Plea im Sturm, Thuram links und Wolf rechts spielt. Dann hätte ich natürlich hier auch wieder einen Extremschnapper gemacht. Da gehe ich aber dann eher von... gehe ich dann eher mit Vargas, der wirklich auch wieder Stamm spielt bei Augsburg. Dafür habe ich, wie gesagt, Palacios als Gamble drin gelassen, weil ich da die Chancen zur Startelf deutlich größer sehe als bei Hannes Wolf. Olmo ist safe und dann kommt meine Hoffenheim-Sturm-Debatte. Ja, die habe ich tatsächlich noch nie in den Videos wirklich zu 100% angesprochen. Aber ihr habt es ja schon in den letzten Videos gesehen. Ich habe mir jetzt alle drei nominellen Stürmer gekauft bei Hoffenheim. Also Belfodil, Dabur und Joao Klaus. Habe auch schon über alle geredet in den letzten Videos. Und das ist halt ziemlich schwierig bei Hoffenheim. Ist aktuell noch überhaupt nicht klar, wer da letztendlich die Startelf-Position für sich ergattern wird. Es sieht stark danach aus, dass Dabur, Baumgartner und Kramaric die drei vorne drin sind. Es hat sich aber auch ein bisschen rauskristallisiert, dass Hoeneß ein Riesenfan von Belfodil ist. Das heißt, es könnte auch sehr gut sein, dass hier anstelle von Dabur einen Belfodil einfach die Startelf macht, beginnt, wie auch immer. Klaus sehe ich da weit noch von entfernt, aber ich habe euch gesagt, wie gesagt, Klaus holt den auf jeden Fall mit. Der hat ein Riesenpotenzial. Das ist wirklich ein geiler Spieler und für 500k ist es wirklich ein No-Brainer, sich den wirklich in den Verein zu packen, wenn er auf dem Markt ist. Lewandowski, brauche nicht drüber zu reden. Und dann habe ich noch Yusuf Paulsen. Der ist halt auch, wenn Leipzig, was stark danach aussieht, sich noch einen Stürmer holt, dann ist der natürlich außen vor. Dann habe ich da nicht viel Freude mit ihm. Sollte das aber nicht passieren, sollte Leipzig eventuell sogar keinen neuen Stürmer holen oder keine nominelle Nummer 9, wird Paulsen auf jeden Fall sehr, sehr viel spielen. Wenn sie doch zum Beispiel diesen Sorloth, ich kann den Namen nicht aussprechen, von Trabzonspor oder von Crystal Palace, wo auch immer jetzt unter Vertrag ist, kaufen sollten, sehe ich Paulsen trotzdem in den ersten 3 bis 5 Spielen auf jeden Fall in der Startelf. Das habe ich auch letztes Mal in den Kommentaren jemandem geantwortet. Der wird auf jeden Fall mindestens die ersten 3 Spiele von Anfang an spielen. Weil selbst wenn Sorloth jetzt kommt, hat er noch knapp 2 Wochen Vorbereitung. Das ist viel zu wenig, um einfach so einen Spieler direkt in die Startelf reinzuwerfen. Bei Paulsen sehe ich da sehr, sehr viel Einsatzzeit am Anfang. Insgesamt betrachtet bin ich dann eigentlich so mal über jeden Spieler drüber gegangen. Nochmal im Schnelldurchlauf. Lute gehe ich von einer klaren Startelf aus. Seevolk auch, Meunier auch. Sinkgraven lasse ich wahrscheinlich drin. Ich habe, wie gesagt, noch Kempf als Backup.
Ich gehe aber davon aus, dass Zinkgraven spielen wird, weil, keine Ahnung, hat sich bei Bosch so angehört, dass der der präferierte Linksverteidiger ist und auch in der Champions League hat er Stamm gespielt. Genau dasselbe gilt bei Palacios, vor allem jetzt mit dem Havertz-Abgang. Ich dachte, Palacios wäre ein Sechser, aber der ist scheinbar ein Achter, tendenziell sogar ein Zehner. Das heißt, er wird da wahrscheinlich dann die Position übernehmen, was natürlich für meinen Kickbase mega ist. Vargas habe ich jetzt aktuell drin statt Hannes Wolf. Da werde ich noch die weitere Vorbereitung mir anschauen und eventuell das erste Pokalspiel, je nachdem wie Rose da aufstellt. Schlager safe, Olmo safe, Levi safe. Dabur habe ich alle drei Optionen im Verein. Belfo, Klaus, Dabur, da werde ich mir auch die weitere Vorbereitung, Interviews und so weiter anschauen und dann halt entscheiden, wen ich da tendenziell am ehesten aufstelle. Ich tendiere aktuell zu Dabur, weil er für mich persönlich der beste Kicker von den dreien ist. Und dann noch zuletzt Yusuf Paulsen, der halt einfach auf jeden Fall die ersten paar Spiele machen wird und da halt schon genug Punkte machen wird und auch definitiv dann auch sehr, sehr stark steigen wird. Deswegen werde ich den auf jeden Fall auch vorerst drin behalten. Und so sieht aktuell meine Teamplanung aus. Nochmal ein kleines Fazit, wie gesagt, zu dem Thema Gamble-Spieler, also potenzielle Leute, die von der Bank starten, aber mit einem besseren Verein spielen oder garantierte Stammspieler. Müsst ihr einfach ein bisschen abwägen. Den kann ich dann als gutes Beispiel holen. Der guten Gentner ist ähnlich wie ein Kedira, macht ähnliche Punkte. Also ein Gentner ist zum Beispiel auch so ein Fall, der kostet 4,5 Millionen, der wird aber höchstwahrscheinlich jedes Spiel machen. Sein Punktepotenzial ist jetzt natürlich auch nicht der Wahnsinn. Für 4,5 Millionen könntest du dann gleichzeitig einen, sagen wir mal wieder Palacios aufstellen, der eventuell dann höher spielt. Da werde ich dann wahrscheinlich, oder würde ich persönlich wahrscheinlich das Risiko gehen, Palacios aufzustellen, weil selbst wenn der noch reinkommt und nur 30 Minuten spielt und Leverkusen das Spiel gewinnt, macht er trotzdem seine 50, 60 Punkte, selbst wenn er nur 30 Minuten gespielt hat. Die macht Gentner zum Beispiel potenziell in ganzen 90 Minuten. Also da müsst ihr einfach ein bisschen abwägen. Ich persönlich habe immer den Drang zum Risiko, übertreibt aber nicht, also holt euch nicht nur Gamble-Spieler und habt dann potenziell vielleicht am Spieltag nur zwei Spieler, die in der Startelf stehen. Das muss auch nicht sein. Habt eine gute Grundbasis und wenn ihr, ich sag mal, 6 bis 8 garantierte Stammspieler habt, könnt ihr locker, ohne schlechte Gedanken zu haben, 3 Spieler aufstellen, die potenziell auch erst auf der Bank starten, aber ein höheres Punktepotenzial haben. Das wäre so meine Meinung zu dem Thema. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr persönlich aufstellt, was da eure Taktiken sind. Und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen. Eventuell passiert noch was auf dem Transfermarkt. Aktuell ist noch nichts geplant. Heute Abend läuft noch ein Kunku aus, Kramaric. Es sind schon ein paar interessante Spieler drauf. Ich werde es jetzt natürlich nicht sagen, auf wen ich gehe, falls jemand aus meiner Liga das Video sieht. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann.